Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? So, diesmal habe ich eine Zigarre genommen, die ich örtlich hier im Tabakshop mir rausgesucht habe. Und zwar habe ich einfach mal an Zigarren gerochen. Und diese hier hat so dermaßen nach Schokolade gerochen, musste ich einfach mal mitnehmen. Es handelt sich hierbei um eine Paradiso Quintessenz Robusto. Hat 7,40 Euro gekostet. Hat eine Länge von 13,97 cm, Ringmaß von 50, also Durchmesser von 1,98 cm. Das Deckblatt ist aus Ecuador, Umblatt aus Nicaragua und die Einlage auch Nicaragua. So, machen wir doch mal den Kaltgeruchtest, auch wenn ich schon weiß. Aber holen wir sie mal richtig raus. Ja, sehr paradiesisches, buntes Rauchbindchen hier. Sieht ganz cool aus. Machen wir mal den Kaltgeruchtest. Ja, riecht einfach nach Schokolade. Also Vollmilchschokolade so ein bisschen, aber eher so eine alte. Also wenn man irgendwie an Ostern noch Schokolade findet von Weihnachten, was in meinem Fall selten vorkommt, weil die wird sofort weggebombt, die Schokolade eigentlich immer. Aber ja, kennt ihr die Schokolade, die schon so leicht weiß, milchig und so staubig aussieht und so ein bisschen, ja, trockene Schokolade irgendwie genauso riecht. Schauen wir doch mal, wie sie dann schmeckt. So, dann machen wir doch mal den Kaltzugtest. Schmeckt einfach schokoladig mit 5,0 von 10 und so ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Schärfe mit 1,5. Ja, dann machen wir sie nochmal an. Übrigens, wenn ich jetzt irgendwie irgendwelche Aromen beschreibe, das ist ja klar, das ist ja immer sehr subjektiv. Also so wie ich es halt einfach schmecke und empfinde, das heißt noch lange nicht, dass ihr das genauso empfinden müsst, ist auch gar nicht schlimm. Deswegen mache ich die Reviews, dass ich es halt nach meinem Geschmack einigermaßen neutral darstelle und am Schluss ist halt meine persönliche Wertung dann immer noch beim Fazit, ob sie mir geschmeckt hat oder nicht. So, schauen wir mal. Jetzt schießt gleich so eine Cremigkeit ein, also so eine zahnige, weiche, milchige Substanz auf den Lippen. Aber das Schokoladige ist jetzt erstmal komplett weg. Es kam nur so eine gewisse Cremigkeit hinzu, so eine zahnige Note. Ja, schauen wir mal weiter. Also es gibt kein Update, ich finde es aber interessant, dass die Zigarre so dermaßen nach Schokolade gerochen hat und beim Kaltzug eben auch danach geschmeckt hat. Aber jetzt beim Anmachen schmeckt sie eigentlich nur nach Tabak. Relativ ausgewogen, so eine gewisse Pfeffrigkeit, so eine gewisse Schärfe ist da, aber 1,5, 2,0. Cremigkeit auf den Lippen, 3,5 fast, das gefällt mir, aber ansonsten geschmacklich einfach nur Tabak. Also der Zug ist total easy. Wirklich, da muss man nicht stark dran ziehen. Finde ich super. Jetzt kommt dann auch so eine gewisse, im Nachhinein zumindest, so eine gewisse Süße hinzu. Also leicht nussig, von 2,5 vielleicht. Wird ein bisschen schärfer, ein bisschen pfeffriger mit 3,5. Und ja, die Cremigkeit ist immer noch da mit 3,5. Bin mal gespannt. So, jetzt kommt dann doch die Schokolade ein bisschen durch, aber wirklich nur unterschwellig leider. Ansonsten sehr cremig, also ist ein bisschen gestiegen auf 4,5 fast sogar. Und dieses Tabakflair, dieses leicht rauchige, ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und jetzt ist es so einfach nur leicht nussig, süß, cremig
und so ganz dezent schokoladig. Aber wirklich, da muss man wirklich bewusst dran denken. Aber bisher schmeckt sie einfach nur sehr gut. So, also sie bleibt schön cremig. Ich würde jetzt sogar sagen 4,0 von 10. Leicht süß immer noch, aber ja, schon sehr dominierend jetzt mittlerweile. Vorhin war es ja das Tabak, dann kam das leicht Süße hinzu und es dominiert jetzt auch das leicht Süße. 4,0 von 10 würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten, ja, Nuss, süß, Creme, ja. So, wir sind ungefähr bei knapp 40 Minuten jetzt angekommen. Und ja, sie ist einfach permanent cremig. Das gefällt mir jetzt nicht zu krass. Also diese sahnige, weiche, süße auf den Lippen. Und auch im Rachen ein bisschen. Und einfach ein bisschen süß. Ein bisschen nussig. Ja, so eine Mischung einfach. Ein bisschen schokoladig. Man könnte auch sagen, so dezent Nougat. Das würde es vielleicht auch ganz gut beschreiben. Aber wirklich, da muss man schon intensiv dran denken und sich das vorstellen. Also wirklich dezent mit 3,0 würde ich jetzt mal sagen. Sehr nice, also total easy zu machen. Überhaupt nicht schwer. Am Anfang war es ein bisschen prickelnd, aber ja, das war's eigentlich. So, sie ging mir jetzt zweimal aus, aber ich habe das verbunden heute wieder mit dem Geocaching. Deswegen habe ich da ein bisschen getrödelt. Aber du machst sie total easy wieder an. Und die wird dann auch nicht bitter oder scharf oder irgendwie so, wenn du dann ein bisschen öfter dran ziehen musst, um sie wieder anzumachen. Total easy smoke. Cremigkeit ist nach wie vor da, finde ich echt gut. Und ja, wie gesagt, jetzt knapp 50 Minuten. Deckblatt war schön ölig. Schöne Farbe auch. Und gar nicht stark, also total mild. Kann man echt jeden Tag rauchen. So, die letzten 3 cm sind da angebrochen. Ja, wir sind bei einer knappen Stunde, so gute 50 Minuten, 55 Minuten. Und so am Schluss kommen dann immer noch so ein bisschen ein paar Überraschungen. Meistens auch nicht. Oder manchmal auch nicht. Hier kamen jetzt noch so gewisse erdige Töne hinzu, so leicht staubig auf den Zähnen. Aber wirklich nur ganz dezent. Und ja, so zwischendurch hatte ich das Gefühl, so leicht Kamille kam hinzu, so Kamillentee-mäßig, leicht Kräuteraromen. Ja, so würde ich sie beschreiben, leichte Kräuteraromen. Also wenn man schon diese Millefleurs hat oder diese Flor de Copans, so diese leicht floralen Aromen, kann man sie sich einbilden, sage ich jetzt mal. Also hier war sie wirklich ganz dezent, so ein bisschen am Schluss halt jetzt hier in dem Fall. Also cremig ist sie nach wie vor. Dieses Nougat-Schokoladige ist ein bisschen in den Hintergrund geraten und da kam halt eben, wie gesagt, diese leicht erdigen, leicht Kräuteraromen hinzu. So, zurück zum Anfang. Also sind jetzt bei ungefähr einer Stunde angelangt und jetzt wird sie schon relativ bitter bzw. sauer. Aber bis dahin ist sie wirklich sehr cremig, sehr ausgewogen und spielt am Anfang so ein bisschen mit der Pfeffrigkeit, mit der Schärfe, aber dann kommt gleich die Süße hinzu, das Nussige und dann irgendwann dazu auch so leichtes Schokoladige. Ja, wie gesagt, für den Alltag total geeignet. Jetzt am Schluss wird es ein bisschen bitter, ja gut, ich meine, die letzten 2 cm kann man sagen, ist in Ordnung, wenn da noch eine gewisse Bitternote hinzukommt. 7,40 Euro ungefähr. Also mir hat sie sehr geschmeckt, vor allem dieser Geruch, dieser schokoladige Geruch ist wirklich sehr dominant. Der kommt am Anfang auch beim Kaltzug sehr deutlich im Rachen oder auf der Zunge an. Allerdings kommt der schokoladige Geschmack erst so in der Hälfte der Zigarre so ein bisschen durch. Mir hat sie wirklich geschmeckt. 47 ist auch gerechtfertigt, die Qualität war gut, Zug war gut. Gut, ich meine, 6,80 hätte es auch getan, sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber trotzdem völlig in Ordnung. Ich gebe eine 4,5 von 5, weil
überragend in dem Sinne war sie nicht, dass ich sage, ich muss die jedes Mal haben im Humidor. Die Cremigkeit war wirklich konstant da, also nahezu perfekt ist sie schon, wenn man weiß, worauf man sich da einlässt. Leicht süß, leicht nussig und eben cremig. 4,5 von 5.